So, wir gehen jetzt nochmal in diesen Raum rein und wir gucken uns nochmal hier die Wand an. Also, hier hatten wir den einen Durchgang, wo wir den Schalter umgelegt haben. So, der ist umgelegt. Haben wir gemacht, ist erledigt. So, gibt es vielleicht hier irgendwie, das ist auch bei den Texturen etwas schwer erkennbar. Gibt es hier irgendwo an der Wand vielleicht noch irgendwas zum Verschieben, zum Wegdrücken, zum, ja, ich weiß es nicht. Irgendwas halt. Ich kann auch sagen, ich mich jetzt gerade total blöd anstelle hier, aber. Und die Druckplatte habe ich schon gedrückt. So, nee, gibt's nichts mehr. Das heißt, es muss irgendwie hier. Irgendwie hier müssen wir weiterkommen. Ich weiß nicht, warum der Boden so glitschig ist. Da ist irgendwas. Können wir das irgendwie wegschieben? Nee, wir können es halt hier hochziehen. Meine Fresse, wo geht's denn hier lang? Was ist hier los? Oben ist halt auch nichts. Sie sah, auf der anderen Seite habe ich das Medikit gefunden. Nee, vergiss es. Forget it. Ich habe auch nochmal versucht, die Druckplatten. Also, das kann ja sein, dass man die Druckplatten in einer unterschiedlichen Reihenfolge aktivieren muss, aber. Na, wie gesagt, ist aktiviert. Ich höre auch kein Geräusch mehr. Hier geht's auch irgendwie durch. Ich sehe das doch, hier geht es irgendwie durch die Wand durch gerade. Seht ihr das? Es glitscht sich hier immer wieder auf. Ey, irgendwo übersehe ich ja was. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ja. Wo muss ich lang? Hilfe! Halt. Ich weiß wirklich schon überall. So. Ich könnte jetzt theoretisch, was eins, was mir jetzt noch einfällt, ist, dass ich halt jetzt über die um die Säulen rumlaufe. In der Hoffnung, dass ich da vielleicht irgendwo einen Hebel finde. Aber scheint nicht so der Fall zu sein. Wie gesagt, hier bin ich schon hochgesprungen. Das hier. Ja, führt nirgendwo hin. Zahnhebel auch nicht. Boah, warum ist das denn so kompliziert hier? Ist hier irgendwas? Irgendeine Kombination, die ich noch nicht ausprobiert. Irgendeine Sprungkombination oder Kletterkombination, die ich noch nicht ausgeführt habe. Scheinbar schon. Ich laufe hier gerade einfach den gleichen Weg wie immer lang. Das ist halt nicht hilfreich. Ich meine, wir haben das gleiche Zeichen wohl gemerkt, ne? Wir haben jetzt dieses Omega-Zeichen haben wir hier. Das haben wir auf der anderen Seite. Hier gibt es auch keinen Schalter oder Knopf oder sonst irgendwas, was wir aktivieren können. Ah, hier gibt es aber bestimmt. Wartet mal. Ich habe eine Idee. Hier gibt es doch bestimmt wieder, wie gerade im Tempel von Qualopec, wieder so eine ganz komische Sprungpassage, oder? Hier hoch, hier oben waren wir nicht noch nicht. So, was ist denn das jetzt hier? Kommen wir da hoch? Also, das ist jetzt der einzige Ort, den ich noch nicht besprungen habe. Nee, kommen wir nicht hoch. Mit Anlauf erst recht nicht. Gibt's hier irgendwie.
Die Frage ist, was das nützen lässt. Dann sind wir da oben und dann wie weiter? Auch nicht weiter. Ja. Nee. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Aber voll. Auch nichts, irgendwie vielleicht was, wo wir uns reinfallen lassen können. Ich will aber auch nicht schon wieder nachgucken, ne? Also im besten Fall würde ich das halt gerne irgendwie selbst schaffen, aber ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt so spannend ist, mir dabei zuzugucken, wie ich jetzt 10-mal den gleichen Weg gehe und es trotzdem nicht schaffe. Ich müsste die Tür da hinten halt aufkriegen. Ich glaube, das ist halt das Problems Lösung. Wenn ich die Tür irgendwie aufkriegen würde. Kriege ich aber nicht auf. Ich finde immer noch, das sieht für mich immer noch aus, als ob ich da hochspringen könnte. Ich weiß auch nicht warum, aber. Ja, geht doch! Okay, und nun? Okay. Ja, und jetzt? Das kann ich auf Tuchfühlung gehen mit dem Himmel oder was? Nee, das war's nicht. Okay. Was meinst du jetzt mit ganz hoch zu springen? Jetzt bin ich ja hier oben, ne? Also das geht ja scheinbar. Also ich habe jetzt eigentlich alles schon gemacht tatsächlich. Ich habe auch alle Druckplatten schon aktiviert. Es müsste ja ach, warte mal, hier irgendwas zum Klettern geben. Aber hier ganz hoch komme ich nicht. Da ist scheinbar... Da ist das scheinbar irgendwie abgetrennt. Ich habe auch geguckt, ob es hier vielleicht irgendwas zum Festhalten gibt, aber... Links auf dem Dach zu springen. Also du denkst, es geht hier irgendwo raus oder was, ja? Aber es scheint irgendwie... Also wenn du... Ich weiß ja nicht, was du jetzt mit links mit dem Dach meinst. Du meinst jetzt hier raus oder was? Aber kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ich versuch's mal. Ich meine, kann ja nicht schaden. Ich glaube nicht. Also ich weiß ja nicht, wie lange du schon zuschaust, aber ich denke, was ich machen muss, ist irgendwie ganz unten rechts. Du siehst das, ne? Bist auch nicht schlauer geworden, okay. Da geht's dir gerade wie mir. Aber du siehst unten rechts das Gitter. Das muss ich nämlich aufkriegen, weißt du? Aber ich weiß nicht wie. Ich habe jetzt halt schon diese ganzen Druckplatten hier aktiviert. Dann in dem Nebenraum mit dem großen Omega-Zeichen habe ich auch irgendwas berührt, was Geräusche gemacht hat, aber... Ja, das hat mir halt echt nicht weitergeholfen. Nee, da oben komme ich nicht lang. Das kannst du vergessen. Also ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht mal mir ein YouTube-Video angucke, aber das ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Im besten Fall möchte man es dann doch selbst rauskriegen. Ja, es kommt mir halt echt komisch vor. Ich weiß auf jeden Fall hier hinten... Guck mal, da hinten kann man sie auch lang hangeln. War ich auch schon, ne? Ja, das stimmt, ist sie auch. Ach, das hast du Das ist nämlich nicht die Original-Tomb Raider-Version. Das hier ist Sabatus Tomb Raider. Das ist eine Fan-Version tatsächlich. Also so ein Custom-Level, solche Custom-Levels von den Original-Leveln. Also komplett anders sozusagen, weißt du? Deswegen, wenn du mal nachgucken möchtest, solltest du eher unter Sabatus Tomb Raider gucken. Dann dürftest du da vielleicht was zu finden. Und das Level, in dem ich gerade bin, heißt St. Francis Foley. Nee, Tomb Raider 1 habe ich nämlich schon... ja, ich habe nämlich Tomb Raider 1 schon durchgespielt. Auf meinem YouTube-Kanal. Und ich dachte, ach naja, hier wäre doch mal schön mal... Ich habe das auch nur nebenbei mal erfahren, dass es das Spiel gibt. Und ich fand das eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also ich mag ja so Custom Levels. Da gibt es ja echt schöne Sachen. So, aber jetzt will ich aber erstmal hier irgendwie weiterkommen. Also, frustriert mich gerade ein bisschen. Was halt komisch ist, du siehst das hier, ne? Was mit dem Boden passiert. Irgendwie... glitscht sich da was...
durch oder irgendwas hier an der Wand vielleicht. Ich habe ja schon geguckt, ob es hier irgendwie einen Hebel gibt oder irgendwas zum... So. Ja genau, was ich halt auch gemacht habe, ist jetzt hier diese Dinger aktiviert. Da habe ich... irgendwas hat gerumpelt bei beiden und scheinbar hat sich da irgendwas bewegt, aber wo? Weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Ja, das freut mich. Also danke für dein Abo. Ich liebe Adventure-Spiele und auch so ja, generell Retro-Spiele. Also Tomb Raider, jetzt hier Sabatis Tomb Raider, werde ich jetzt jede Woche einmal spielen. Und ja, ich spiele auch ab und zu mal so Point-and-Click-Adventure, so klassische Sachen von LucasArts. Ja. Aber weißt du was? Ich werde jetzt mal kurz nachgucken. Sonst komme ich ja nicht weiter. Also, kleinen Moment, ich mache mal kurz auf den Pausenscreen, ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Also, warte, ich schalte nochmal um. So. Also, ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie einen Bug gerade gefunden habe, aber ja. Eine Sache funktioniert halt nicht. Also, eigentlich hätte nämlich hier die vierte Tür, das vierte Tor hätte schon aufgehen müssen. Das ist ein bisschen sonderbar, tatsächlich. Dieses Tor da. Also, ich hätte vom Prinzip her einfach, vielleicht liegt da eine Reihenfolge. Aber ich muss jetzt alle vier Druckplatten. Bah. Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Alle vier Druckplatten aktivieren. Das wäre jetzt natürlich sehr ärgerlich. Ja, hast eigentlich recht. Kann ich eigentlich machen. Das geht ja ganz einfach. Warte mal. St. Francis. Ja, mache ich so. Hast recht. Das überspringe ich mal. Das habe ich gerade schon gezeigt. Genau. Ja, machen wir es so. Also, bevor wir jetzt hier. Da hätte ich ja ewig suchen können, ne? Na komm. Anvisieren und los geht's. Gut, haben wir Schaden bekommen? Nee. Sehr schön. Habe ich mal nichts abbekommen. So, jetzt gehen wir das nochmal kleinschrittig durch. Also ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, ich gucke eigentlich nicht so gerne in, ja, in solche Walkthrough-Videos, weil ich möchte das auch selbst für mich mal erleben. Die Sache ist, es gibt einfach nur Momente, die finde ich, also es gibt einfach irgendwann, wenn man 20, 50, 30 Minuten einfach nur rumrennt und gar nicht weiterkommt, dann ist das halt ziemlich frustrierend. Mir ging es zum Beispiel bei Tomb Raider 1, bei dem Original, so mit dem Level, wie hieß das, die Zisterne. Meine Fresse, war das ein frustrierendes Level. Oh, war das ein frustrierendes Level. Das war ja so schwer strukturiert. Also zumindest ich habe keine Orientierung generell. Ja, das ist bei mir immer bei solchen Spielen eher das Problem, aber
Das war wirklich ziemlich kompliziert. Aber bis jetzt war es eigentlich ganz okay, so von den. Ja, was eigentlich ganz okay von dem Levelaufbau. Ja. Ich meine, es ist ja auch nichts dagegen einzuwenden, wenn man sich mal eine kleine Hilfe holt, ja, wenn es dann wirklich nicht mehr geht. So. Das Komische ist bei dem Geräusch, falls du das gerade mal gehört hast, das klingt auch so, als ob eigentlich kein Tor aufgehen würde, sondern als ob irgendwie ein Tor kurz aufgeht und wieder zufällt. Also deswegen hat mich das so irritiert, aber gut, wir probieren es mal. So, jetzt müsste ich ja, genau. Jetzt muss ich jetzt hier hinspringen und dann darüber. Oh, sag mal, was ist denn jetzt los hier? Also, wirklich. So, probieren wir es nochmal. Ja, bei Tomb Raider, gerade bei den alten Teilen. Ich meine, das ist halt hier meine Kindheit. Also, ich habe die so gerne gespielt, die Tomb Raider-Teile. Ich versuche die jetzt auch immer nach und nach hier bei Twitch mal zu streamen. Also, die ersten beiden Spiele habe ich schon auf meinem YouTube-Kanal gespielt. Bei den dritten mal gucken. Ich bin jetzt erstmal hiermit beschäftigt, aber den dritten werde ich dann auch nochmal spielen. Es gibt halt so Level, die sind halt ziemlich gut durchschaubar. Manche sind halt wirklich total verzwirbelt, da kommt man so schlecht durch. Das ist dann immer. Ach, komm schon. Aber es gibt halt wirklich so. Also, was ich immer so schön finde bei den Spielen, gerade bei Tomb Raider, ist halt so dieser. Ja, dieser Erkundungsdrang, den man halt hat, ja. Man entdeckt so viele schöne Orte und einfach so diese ganzen Mysterien, die man entdeckt, das ist einfach eine tolle Sache, ja. Ja. Ja, genau. Ja, Resident Evil, Metal Gear Solid. Das ist wohl wahr. So, jetzt haben wir eine An. Jetzt haben wir das nächste geöffnet. Was hat sich denn jetzt geöffnet? Da unten ist wieder der Affe, den ignorieren wir aber jetzt aber einfach mal. Speichern jetzt mal. Wie gesagt, ich versuche das jetzt. Kann. Ja, Affe, bleib ganz ruhig, bleib ganz ruhig. Ja, wahrscheinlich müssen wir hier runter. Wir kommen sonst gar nicht wieder hoch. Ja. Das Tor haben wir. Das Tor da hinten hatten wir doch eigentlich schon, oder? Bin ich da jetzt. Alter Schwede, das ist so kryptisch gerade. Oh Mann, ey. Das ist. Wenn ich dran denke, das ist erst hier. Ich weiß, welches Level ist denn das? Das fünfte oder sechste, ja. Ich will gar nicht wissen, wie Atlantis später ist. Also das muss ja unschaffbar schwer sein. Na gut, das ist bei diesen Custom Levels gerne mal so. Die versuchen da immer so den Schwierigkeitsgrad. Mensch, jetzt spring doch mal! Ich habe hier so rutschige Finger gerade. Bei den Custom Levels ist das meistens so, dass die irgendwie schwerer sind, als sie wahrscheinlich sein sollten. Kann sein, dass ich jetzt wieder was übersehen habe, aber. So, jetzt komm. Da hoch. Jetzt machen wir mal einen Schritt nach dem anderen. Und. Ja, ich sag doch, hier waren wir nämlich schon. So. Dahin. Aber warum öffnet sich jetzt hier. Öffnen sich nicht die Tore? So. Dann muss ich da unten die Druckplatte noch. Oh ja, das stimmt. Gerade bei Tomb Raider 3 waren ja die Räume so dunkel. Das war ja so ein bisschen der Running Gag. Und ich glaube, also ich habe ja immer nur die PC-Teile gespielt, aber da war es doch auch so, dass man gar nicht zwischendurch speichern konnte, sondern nur an solchen Speicherkristallen, oder? Ja, aha, jetzt hat sich wieder ein Tor geöffnet. Wir gucken mal. Aha. Ja, sehr gut. Das heißt. Ja, das Interessante ist, für mich ist das jetzt auch so, also gerade wenn ich so die Originalteile mal durchspiele, auch eigentlich ein ganz neues Erlebnis, weil
So als Kind war das immer viel zu schwer. Da hat man sich zwar gefreut, wenn man mal das erste Level geschafft hat, aber das war's dann auch schon. So, jetzt probieren wir das mal. So, und... So, jetzt müssen... Das Tor ist immer noch zu, hä? Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, sonst haben wir ja echt ein Problem, weil ich jetzt keine Ahnung habe, also... Das ist halt der Raum hier, da gibt es halt noch so einen Nebenraum, der öffnet halt jetzt die anderen... der öffnet jetzt dieses große Tor. Ah, da kommt auch gleich nochmal einer raus. Ist okay. Aber die beiden Tor... Ja, bleibt mal ganz ruhig da unten. Das Tor ist offen. Das Tor ist immer noch geschlossen. Was? Also ich bin gerade ein bisschen mit meinem Latein am Ende. Also... Ich will auch langsam mal weiterkommen, muss ich ehrlich mal sagen. Also langsam werde ich ein bisschen ungeduldig. Ja, das Problem ist, hier drin war ich ja schon. Na, das, so weit bin ich vorhin auch gekommen. Ich gehe jetzt die Treppe hier hoch. Du hast da oben noch ein Medikit, was rumliegt. Was wunderbar ist. Hier einen tollwütigen Affen. So. Jetzt speichere ich nochmal. Also das Einzige, was ich halt jetzt noch gemacht habe, und dann bin ich halt seit 10 Stunden im Kreis gelaufen, ist, dass ich hier raufspringe. So, man hört dieses Rumgerumpel. Und hier auch nochmal. Scheinbar hat sie da irgendwas im Hauptraum getan, aber... Aber was ist jetzt hier konkret anders? Also die zwei Tore sind noch offen. Der Affe ist halt wieder hier am Wüten. Das ist schön für ihn. Das Tor da oben ist immer noch zu. Ich muss da nochmal reingucken. Ich habe keinen Plan. Ich guck nochmal kurz rein. Kleinen Moment, Leute. Ja, ich habe es auch gerade gesehen.
Sag mal, warum ist mir das denn nicht aufgefallen? Du hast recht, warte mal. Oh, das ist ja nervig. Es ist wirklich. Ja, du meinst ja diese zwei Plattformen hier oben. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Ich bin ja vorhin an der Wand vorbeigelaufen. Und dann sah die ja so ein bisschen glitchy aus. Das heißt, ich muss jetzt das hier einmal machen. Ja, das Problem ist, dass dann eben kein Sound-Ding mehr kommt, ja? Jetzt kommt das. Ja, toll, ne? Also gerade eben als Funktion. Du meinst das, die zwei Sachen hier, ne? Eins. Ah, dann ist das wirklich ein Glitch. Dann geht das ja nur einmal oder so. Ich habe jetzt auch gesehen in dem, in den Let's Play habe ich auch gesehen, dass die Dinger. Einmal. Zweimal. Aber es geht nicht. Müsste jetzt hier nicht die. Müsste das nicht aufgehen? Das war doch hier, also jetzt in dem Video gerade ist das Ding hier aufgegangen. Oder sind hier auch noch irgendwelche Druckplatten versteckt? Weil hier höre ich auch noch so. Ach komm, fuck you. Ernsthaft? Diese Dinger da unten an den Säulen. Ich musste einfach an den Säulen vorbeilaufen, damit sich das öffnet. Das soll ich wohl wissen. Ist das dein Ernst? Was? Jetzt geht's. Also, ohne Scheiße. Das ist jetzt so total random gewesen. Komm schon, also. Nee. So, was habe ich jetzt gekonnt? Oh, da ist er. Pierre. Der Arsch hier, der mich die ganze Zeit verfolgt. Ja, komm, renn weg. Ich werde auch nie drauf gekommen. Hast ja gesehen. Ich. Boah, meine Fresse. Meine Nerven hier. Na, ich will mal noch kein Medikit nehmen. Ich will jetzt erstmal sehen, was passiert ist. Also. Die Klappen sind zu. Das ist schön. Die eine Klappe ist geschlossen. Mhm. Die beiden Klappen sind geschlossen. Okay. Aha. Sieh mal einer an. Und da oben, das Ding ist jetzt auch offen. Oh, endlich kommen wir mal. Ah, das war doch jetzt, also. Da, nee, komm. Also ich muss sagen, bis jetzt war wirklich hier das Level-Design ziemlich fair, aber das war jetzt gerade wirklich ein bisschen arg random.